Boah. Boah. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ui. Ist vorbei? Nee, nicht ganz. Okay. Nicht ganz. Also ich habe das Replay retten können. Was hast du gemacht? Ich habe Undelete. die Temp-Datei in dem Verzeichnis kopiert und umbenannt. Eieiei. Also dem eine Dateiendung gegeben. Der Trickser, Wichser, der Trickser, ja. Cool. Soll ich das mal teilen? So ein bisschen zugucken, während du da leidest. Ob das klappt jetzt? Sekunde, kann ich hier umstellen hier? Moment. Jetzt hast du wieder den schwarzen Bildschirm, ne? Aber es macht Spaß, mal wieder ein Rennen zu fahren. Weil es ist echt was anderes. Also, wenn jemand vor dir fährt, dann siehst du nicht, wo ist die Kurve jetzt und weiß auch nicht, wie der reagiert. Wenn du irgendwie den Gex hast, der da. Gell? Komische Sachen mal. Jetzt kann ich sehen. Oder wir, wie auch immer. Kurz noch das andere Ich Ding habe hier. jetzt mal auf dich gelassen erstmal. Ne, ich mach mal auf mich. Ne, ist auf mich. Abgehoben. Nee.
kurz aufs andere Mikro gehen, dass ich es besser sehen kann. Es ist nur im kleinen Fenster wie in OBS halt. Okay. Mann, das! Der Tietje hat auch, obwohl er so nach rechts gezogen ist, einen recht guten Start gehabt. Ja. Und ich habe mich erstmal zurückgehalten. Ja. Weil meine Taktik war, darauf warten, dass jemand einen Fehler macht. Ja, ich habe zum Glück, ich weiß nicht, ich habe nicht so viele gemacht. Nee. Guck mal, wie der Chichi da abdüst am Anfang. Ja, ist krasses Auto, Alter. Ist ultra stark. Also die sind halt nicht gleich Balance of Performance, die Autos. Das habe ich gemerkt, ne, auf der Geraden, wie der Tichi mich da wieder gekriegt hat. War echt heftig. Mhm. Wieso zeigst du nicht die Mitte, mich, wenn ich in der Mitte bin? Wird man da nicht besser, beide? So toll sind die Kameras das auch nicht. Mach mal bei dir Third Person oder so, oder? Damit man immer alle sieht. Geht das nicht? Third Person? Das. Ja. So. Das kann ich vielleicht. Machen. Wow. Weiter weg geht's nicht, gell? Nee, ich finde die TV-Kamera am coolsten. Echt? Okay, ja gut. Da siehst du nämlich sowas. Kommt Tichi da hinten wieder. Du bist gestorben, oder? Hier. Ich glaube, dann ist TGE in die Box, glaube ich. Weiß nicht, was er gemacht hat. Ja, ich meine schon, weil mir der Crew Chief gesagt hat, ne? The guy behind you. And the guy behind you in the pit. Ja. Die Drecksau hinter dir. Hättest mich ja schon ein paar Mal überholen können, aber man hätte es dann auch crashen müssen. Zu viel Risiko. Ja, das habe ich. Da musst du mal gucken. Ja, da kommt jetzt TG, überholt mich jetzt. So war es nämlich, oder? Ja, du bist aber auch. Oh, wie weit raus da? Ja. Ich dachte mir, ich mache einen Porsche-Server von 2010 bis 2020 alle, aber das, so geht das nicht. Das ist so krass, wie unbalanced sie sind. Das geht echt nur bei gleichem Auto, wa? Aber ist cool, war lustig. Ja. Also gleiche Klasse, gleicher Jahrgang, würde ich sagen, ne? Das geht. Ja, nicht einmal das ist, weil du hast ja immer Mods, die sind nicht gleich. Selbst wenn du es vom gleichen hast, habe ich schon getestet. Wenn du gleiche Jahrgang, gleiche Klasse hast, alles gleich, ist trotzdem nicht. Njau. Jo, was denn jetzt? Die zwei Porsche-Fahrer, alle bescheuert. Ja. Einfach da bescheuert. War ich ein bisschen sehr schnell, als ich.
Ich weiß ja nicht, ob das gleich ist hier, Kord. Wir haben ja auch die ganzen ACC-Autos probiert, ne? ACC 2020 vom gleichen, vom Modder, von Bonny oder wie der heißt, oder von dem anderen auch. War ja auch nicht gleich, war ja auch nicht balanced. Alles passt schon. Wenn wir Serious Sam machen, machen wir einfach das gleiche Auto. Fertig, das ist ja nicht schlimm. Das Wenn war du eine, das war irgendwann. eine Aufholaktion. Ja. Wenn wir irgendwann ein ACC spielen, haben wir das Problem nicht mehr. Wie Xenton sagte. Zumindest nicht bei den GT3. Hat sich auch immer Fehler noch gemacht. Aber ich dachte, Chichi wäre in die Box gefahren. Aber guck mal, der ist die ganze Zeit Aufholjagd dann am Starten. Ja, so ist auch schon der Teacher ein bisschen geübt im Singleplayer oder woanders, oder? Bist du noch gefahren woanders hier, ACC oder sowas? Oder im Singleplayer? Weil als ich dir letztes Mal zugeschaut habe, war das schon ganz anders im Vergleich zu jetzt. Aber auch vorhin, als ich dir zugeschaut habe, irgendwie so eine Art Fahrerwechsel habe ich nicht immer. So eine Art Fahrerwechsel. Guck mal, da bist du so weit vorne noch. Da warst du gerade noch einmal kurz. Gott, ja. Du hast Aber. Ass auf deiner Frontscheibe stehen. Habe ich? Ja. Da ist so ein Display, da steht eine Nummer und manchmal Ja. blinkt da Ass auf. Ach, stimmt, das ist bei dem so oben links. Ja, oben links war da. Beim Beifahrer der Windschutzscheibe. Ja. Siehst du gleich auf der Start und Ziel bestimmt wieder ganz gut. Da. Habe nicht gesehen, ist zu klein. Boah, was da? Boah, Guck da. mal. Oh! Ja, und nochmal. Links und rechts oder was? Kannst du zurückspulen und nur auf ihn Boah. gehen? Ja. Mach mal Bitte. kurz. Mal sehen, was da bei uns passiert. Jetzt erstmal nichts. Moment. Wie professionell ist denn das? Wie lange dauert denn das? Dass wir die Szene auf der Zielgerade Ja, nochmal sehen. Okay, kommt okay. jetzt. Da ist das Heck weggerutscht. Jo, und zack, rein vorne. Und ja, du musst es dann, glaube ich, links oder rechts lenken. Boah, nochmal. Links oder rechts lenken, damit du gerade ausfahren kannst. Ja, da guck mal, da siehst du das Lenkrad von dem Fahrer, der muss das schräg halten. Jetzt ist es gerade, wenn er die Kurve fährt. Und sehe ich gar nicht, das wird so klein. Aber okay, das ist schon schön. Wir hier mal zum. Zum Chefe, zum Boss. Guck mal an, der Naja. entspannte Mercedes da vorne. Zum Arsch. Der entspannte Mercedes da vorne. Eine Kurve schöner als die andere. Ja, pass auf, ich komme gleich. Noch da nicht mehr rausgefahren. Ich bin einfach schön gemütlich gefahren. Da habe ich dann gemerkt, ich muss sogar bremsen. Ich bin die Kurve immer mit 130 gefahren. Ich bin immer im dritten rausgerutscht, oder der dritte ist höher als im anderen Autos. Da dachte ich mir, okay, ich rutsche, ich habe kaum Grip, aber 130, glaube ich, ist zu schnell für die Kurve. Schau mal, wie schön von Curb zu Curb. Also, ich meine, wo gibt es denn was Schöneres noch? Mal, wie ich nachkomme. Ja, In du hast einfach meiner. krass, du hast einfach so heftigen Downforce mit dem. Ich rutsche einfach weg.
Aber ich verstehe nicht, was zeigt das Display da bei dir an? Ist das was Dynamisches oder ist das einfach random? Da ist immer 03, 01, dann dieses S. Das weiß ich nicht. Das kann man bestimmt programmieren, wie der Fahrer heißt oder so. Tut man vielleicht hin. Oder was die Position des Autos ist, was auf der Zuschauer sehe. Ich weiß nicht genau. Position, Runde, wie viel jemand hinten ist oder so. Ich weiß nicht. Muss man einen Profi fragen. Irgendwann lernen wir Profis kennen, weißt du? Und ich wäre mal selber einer. Fahrername, Position, okay. Ja, süß. Der Cord als Non-Profi war das anscheinend auch. Also, sieht schon schick aus, der Mercedes, so in matt-schwarz. Gell? Ja, und ich Wenn bin du mich jagst. in Körbtarn. Ja, Tarnfarbe. Du bist der weiße Hai. Körbtarn. Du bist einfach der weiße Hai. Ja, und dann macht man einmal einen Fehler und dann, ne, der vorne gemütlich fährt, Ja. kriegt dann wieder, ist wieder Abstand dazu. Aber da habe ich dich wieder. Na, das hatte mich verwirrt. Nicht überholen hier! Ich hatte das gesagt, weil du ja letztes Mal mich gecrashed hast, weißt du? Ja, und da war ich dann vollkommen in Gedanken, wo ich mir gedacht habe, ja, ne, was, wie werden das, wenn die Fahrer untereinander sprechen können und der sagt, nee, oh, bitte jetzt hier nicht, mich nicht überholen, bitte. Ich, du kannst überholen, aber mich nicht töten. Du hast mich im letzten Rennen in der Kurve getötet. Das war eigentlich meine Aussage hier. Ich habe mal versucht, ohne Driften zu fahren. Das war mir sehr, sehr schwer. Oh, das war knapp. Boah. Ja, Willst du mal, pass mal auf, guck mal, wie das bei mir aussah. Ich gehe mal kurz zurück. Warte mal. Und lass mal auf Ding auf nur Stoßstange oder so. guck mal jetzt eben, warte. Bevor ich jetzt ver. Ja. So meinst du? Ja, so ist geil. So sieht man es auch direkt dann. So ist eine Verfolgungsjagd geil, finde ich. Ja, das ich hätte gerne bei dir die Rückkamera. Das gibt's, glaube ich, nicht. Oder selber rumfliegen. Ja, gibt's. Es gibt ein Drohnen-Add-on. Eine Drone-Cam. Da musst du aber immer mit der Maus mitfahren. Das ist auch irgendwie doof. Habe ich auch schon mal ein Spiel gehabt. Das ist total stressig. Aber ich habe gerade im Rückspiegel den Tichi schon wieder gesehen. Der DJ, da kommt er wieder. Hat er gesagt. Guck mal, Aber ich schau. glaube, du warst eine Runde hinten, oder?
Ja, du bist an der gleichen Stelle gecrashed, das erste Mal, wo ich auch gecrashed bin. Da in der Wand links nach der Schikane. Schön eng genommen hast du die, ja. Richtig gut, richtig gut. Aber ich konnte halt Ja. nicht. Wenn ich sie so eng Na, genommen hätte, echt? wäre ich halt doch weggerutscht. Ich hatte nicht so viel Downforce. Ich war ja auch fast weg gerade. Musste ich korrigieren und habe zum Glück richtig korrigiert, sonst wäre ich ganz weg gewesen. Aber guck mal, wie du da jetzt wegziehst. Also auf der Geraden ist der Mercedes nicht langsamer. Ja, ich hab halt wenig Downforce, dafür habe ich mehr Topspeed. Aber ich kam nicht mal in den fünften Gang. Ich kam nicht mal in den fünften Gang. Aber schon nicht schlecht gefahren, oder? Die Kurve da. Ja. Ich bin jedes Mal anders gefahren. Je nachdem, wie ich bremse, fahre ich die halt, weißt du? Die erste. Ist irgendwie nie gleich. Ich habe aber versucht, ein bisschen die Curbs zu meiden auch. Ganz, ganz knapp fahre ich immer vorbei. Normalerweise fahre ich ja von Curb zu Curb, aber auch hier. Jetzt kommst du ja vorbei, glaube ich, weil ich ein bisschen schneller mache. Was machst du Da habe ich zu jetzt spät. hier? Eieieiei. Und da kommt der Mercedes wieder. Da habe ich aber auch spät gebremst. Boah, das Problem ist, ich musste da so gucken. Ich wäre nicht in die Kurve sonst gekommen. Ich war zu schnell. Also das ist so schwer. Ich habe ja immer so rausgedriftet mit dem. Ich habe keinen Grip. Ich habe keinen Grip mit dem. Da habe ich ihm auch ein bisschen eigentlich geschafft, irgendwie zu Abstand noch zu gewinnen. Also ich habe mich ja nicht wohl gefühlt, wie auf Glatteis. Haben wir versucht, einfach nur zu überleben, weißt du? Und da fährt man halt defensiv und total langsam eigentlich. Ja, ich habe die ganze Zeit auch nur mit 50% Gas gespielt und mit einer Hand habe ich geraucht und mit der anderen bin ich gefahren. Nee, aber fahr mal mit dem. Dann weißt du, was ich meine. Fahr mal. Ich bin den schon gefahren. Versuch dich mal zu verteidigen gegen so einen Psycho-Porsche da hinten. Ichi, beim nächsten Rennen wird alles besser, dann hast du keinen Crash. So ein Dann hast du bisschen. zwei Crash. Ja. Ja, dann war vorbei. Weißt du, wie ich gefahren bin? Guck mal. Ich habe dann das Rennen so beendet. Was denn? Ich habe nicht hingeschaut. Ne? Boah, was ist denn passiert? Ich habe nicht hingeschaut. Sorry, ich musste gerade beschreiben. Was passiert? Jetzt verschwunden wir mal zurück. Boah, ich hab's mal. Ich weiß, ach doch, stimmt, bei dieser Rechtskurve bergab und dann rechts bis hast du dich gedreht irgendwie. Da wo ich gesagt habe, oh, das war jetzt zu schnell gewesen. Dadurch bin ich zu viel aufs Körb gekommen. Oh, ja, ich glaube, du hast, glaube ich, hättest du überlebt, wenn du nicht Gas gegeben hättest, oder? Du hast, glaube ich, Gas gegeben auch. Deswegen. Ja. Und so bist du gefahren, oder was? Ja, weiter, So oder bin ich wie? das Rennen dann zu Ende gefahren, ja. Das war's dann. Boah. Aber schön, hat Spaß gemacht. Also. Ja. Ist interessant, ja. Das ist cool. Gucken, wie groß das Replay jetzt ist. Und was für Quali ist denn das überhaupt? Tu das jetzt aufzeichnen wie so ein Video oder tu das einfach nur die Parameter abrufen, dass es das Rennen wieder gibt? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist jetzt 516 MB groß. Boah, okay, dann ist ein ganzes Video. Das ist eine, keine Ahnung, was für ein Dateityp das ist. Wie heißt das denn? Oder wie sollte es Das normalerweise ist heißen? in Dokumente Assetto Corsa Replay.
wenn du. Ja, jetzt hast du schon ein neues gestartet. Punkt. Und AC Replay nennt der Content Manager die. Ach so. Musst du ja nochmal aufstehen, das zum Laden tun und dann können wir weitermachen. Ich probiere jetzt auch mal den nochmal TGS Porsche gleich. Man den dreimal? Ja, viermal sogar. URD. Ja. Genau. United Race Department oder so. Oder Design Department, ja. Den habe ich manuell so benannt. Der heißt ja ein bisschen anders, so wie der in der Ordner, aber damit wir halt wissen, dass es halt der ist. Ja, der fährt von alleine, weißt du, wie ich mein? Muss ja nichts machen. Na klar. Aber jetzt haben wir ja gleich wieder, denn ich bin noch nicht fertig. Ja. Komm gleich, kurz AFK. Der sieht ja auch schon vom Setup her gut aus. Würde ich mal schon fast so. So. Jetzt ist er direkt drin, Alter. So scheiße. So direkt drin, Techni. Was denn jetzt? So da? Wenn jedes Mal eine neue Session ist. War ich mit dem kurz, oder? Ist keine Zeit, das einzustellen. Alter, ist das wirklich der richtige? Zumindest die Reifentemperaturen passen schon. Das passt eigentlich alles soweit, glaube ich. Hä? Also vielleicht ist es einfach nur ein Setup, was perfekt ist, schon defaultmäßig. Ja. Er ist auf der Geraden so schnell, Wahnsinn.
hinsetzen hier. Okay, mal schauen. Ich weiß nicht. Also das, ich weiß nicht, ob das Vorfeld wieder so komisch war. Der hat ja auch Power, ne? Wahnsinn. Mach mir nachher noch eine Pizza, hab schon ein bisschen vorbereitet, deswegen kurz AFK gewesen. Muss ich noch ein bisschen näher? Oder ist es wie bei anderen Autos hier? Weiß gar nicht bei mir. Screen hier. Ja gut, aber hier fahre ich aber auch nicht schneller die eine Kurve. 107 hier, vorhin bin ich 120 gefahren. Boah, wie direkt der lenkt, Mann. Ich habe Angst, ich zu viel lenk. Krass. Du brauchst vielleicht sogar das andere Lenkrad. Weil ich größer ist, ohne Witz. Ich lenke hier so viel. Mehr Force Feedback einstellen. Das ist ja Wahnsinn. Vierter Gang ist aber auch. Was? Gut, auf sechsten kommst du ja gar nicht. So ein bisschen mehr vorsichtig. Ach so, oh Scheiße, ich hätte fahren sollen. Kann keine Runde mehr fahren. Ich bin gerade stehen geblieben und habe vorsichtig eingestellt hier. Das ist die letzte Runde, die ich fahren könnte. Wurscht, doch noch eh fast nebeneinander. Also fürs Gewöhnen wäre es vielleicht. Aber du bist jetzt schon gefahren. Ich weiß nicht, das Setup, das Ding war nicht. Ich weiß nicht, ob ich den gefahren bin. Aber das, vielleicht bin ich in 20er noch gefahren, weil ich dachte eigentlich schon. Kurz eine Runde oder so bin ich gefahren, jetzt schon. Ich habe ihn auf jeden Fall umbenannt, ich habe hin und her kopiert. Dann habe ich ihn nochmal kopiert, dann musste ich nochmal zurückbenennen. Dann hat mir Kurz seine Dateien geschickt, weil meine irgendwie komisch waren. Dann habe ich wieder zurückbenannt und dann ging es dann wieder. Ich darf halt nicht den Ordner umbenennen, es reicht nicht die ENI umbenennen. Also die Infos in der ENI. Also sind ja. Die Soundfiles auch falsch. Die Zuordnung. Hat mir der Content Manager gesagt. Ich weiß aber nicht, wo ich mich hier schneller trauen kann, was zu machen. Wo ist jetzt Tichi? Fährst du nicht nochmal mit? So, Revanche hier, dass mich nochmal crasht.
weiß nicht genau, man kann hier noch total viel schneller fahren. Aber ich... Ja, krass. Einer geht für 1,45. Das, daran komme ich nie ran. Das heftig der Technik. Doch. Es war keine perfekte Runde und ich denke, das liegt an den Grad, wo der so schnell ist. Das ist zu schnell. 1,45 ist das Endgegner. Spinnst du? Ich muss noch mehr üben. Techno darfst du nicht mehr fahren, ein paar Tage. Ich muss mehr üben. Ich versuche mein Trainingspensum hoch zu pushen. Weil ich finde, dass ich nichts gelernt habe. Oder nicht genug. Fahr doch erstmal mit dem Wagen ein paar Runden. Dann wirst du die gleiche Zeit fahren. Wir tun uns nicht viel, was Zeiten angeht. Doch, bist du besser. Hat man gesehen, 2,3 Sekunden. Oh, jetzt weiß ich nicht, was an Sprit war. Ich auch nicht, ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Ja, toll. In Replay? Keine Ahnung, was steht denn da? Egal, ich fahr einfach damit. 12 Runden mache ich. 30 Liter mache ich, was machst du? Nee, Tichi, ich fahr schon. Ich fahr eigentlich viel zu schlecht. Das war der Jensi, der vor kurzem angefangen hat. Wie viele Liter nimmst du denn? Ich hab 30. Jo. Andere Autos sind mal 12 Runden gefahren. Hier kommen wir 13,6, weil er vielleicht schneller ist, oder? 20 Minutes. Get ready. Ich bin aber alles andere als bereit hier. Wo ist denn TJ jetzt? TJ ja. Feiert sich. Das ist der Technik ist Easy 1,45 gefahren. Ich muss kurz einen Bonbon nehmen hier. Zum Fahren. Vollgas oder was, sagst du? Lol. Halbes Drag Race hier. Was ich hier riskieren soll, sage ich dir, mit dem Auto. Zum vierten hier. Geht schneller, oder was? Wow, 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 wow. Ja gut, man hat schon ein bisschen mehr Downforce, oder hier? Der liegt halt viel besser, ne? Jetzt nach diesem Mercedes, also... Keine Ahnung, muss ich erstmal wieder ein bisschen vertrauen hier, ein bisschen mehr Downforce. Da hab ich schon wieder Jagd an, da fängt das schon wieder an. Wann bremst du denn? Nicht,
ein Millimeter war das. Hinten bei mir am kaputt. Lenker radert. Ja, bei mir auch. Aber vorne. Na klar, denke ich mir. Wieso hast du mich hier gebumst? Bremst du nicht bei 98 oder 100? Bremst du später? Ich hab noch früher gebremst, aber dann zu hart. Blockiert. Und dann, blockiert. Das war aber echt nicht viel, aber es hat nicht gereicht. Aber hinten, boah, Alter, hinten ist total komisch, gell? Ja, in die Box? Ja, mach mal so. Es macht keinen Spaß, ich wollte das Auto richtig probieren. Ich muss nur mal kurz hier einstellen mit der Box, warte. Mach mal langsam gerade. Mach mal alles. Reifen lasse ich, brauche ich nicht. Nur. Du willst doch neue Reifen? Nee, oder? Nee, ich mach nur Suspension und Body. Ich mach alle drei reparieren. Suspension, Body, Engine. Mach es auch. Das ist ja wild hier. Wo ist die Box? Gleich am Anfang? Scheiße, wo ist die hier mit dem? Jetzt nach der Kurve auf der rechten Seite, Fässer. Sofort, oder was? Ja, nee, ja, aber ich meine, der Spot, der Box, ja. Oh, keine Ahnung, hab ich auch nicht drauf geachtet, wo meiner ist. Schön langsam dahin fahren hier. So. Kommt der Pit-Limiter? Ja, kommt, ja. Kann er dann mal schalten, ja. Bin schon fertig. Nein, es reicht nicht. Ja, ich musste noch vom scheiß dritten Gang in den ersten schalten. Kannst du dir nicht vorstellen. Ging nicht. Ich hatte den dritten Gang und dann musste ich den ersten schalten, jetzt sind losgefahren. Schneller du mit dem bist, Alter. Ich traue mich ja gar nichts. Das ist bei mir auch, wenn ich jetzt Fehler mache, bin ich halt wieder raus. Ne? Ist halt. Hier nicht mehr zu fahren. Möchte nicht rauskommen zu weit. Eine scheiß Frontscheibe ist so schmutzig. Ja. Ich musste zweimal bremsen. Ich habe einmal aufgehört. Ich habe einmal aufgehört und dann muss ich nochmal bremsen, weil ich habe zu sehr blockiert. Ich habe einen Flat Spot. Schön Grip gehabt gerade. Die haben mich bumps immer. Die haben mich bumps hier. Ja, Wahnsinn.
doch rutschig weg. Das wäre noch geil mit DRS und sowas. Das wäre noch super. Aber wenn du vorne bist, könntest du locker davon fahren. Ich fahre nicht so gut. Die Kurve so tricky. Wo ich mit Mercedes fahren würde. Das ist die gleiche Rundenzeit wie ich? 1.46.004, weil die hat auch irgendwas gemacht. 1.46.0. Okay, Gino, don't let the sky destruct you. Ja, bitte nicht. Boah, zu früh geschaltet. Egal. Aber in die Kurve reingerutscht, geslidet. Du, wie auch so ein scheiß Bremsding jetzt. Ich habe einen Bremsplatten. Vorne links. Ja, anscheinend. Hab ich auch. Oder habe ich immer noch? Ich merke es immer noch. Weiß nicht genau, fühlt sich auf jeden Fall so an. Keine Ahnung, bestimmt. Hast du, je nachdem, wo du gerade hinlinkst, mehr oder weniger so ein Rhythmus, ja, ne? Ja, ja, jetzt ist rechts das Rhythmus. Geradeaus ist es. Rechts, irgendwas ist doch vorne hier rechts. Jetzt würde ich sagen, hinten links. Einfach in den zweiten geschaltet und zu hoher Geschwindigkeit. Dann Motorbremse gezogen. Wie das wackelt, Alter. Kannst du nicht vorstellen. Bleibst du hier viel später oder was? Immer? Verschieden. Weil du immer so nah kommst bei der Kurve. Oh, sorry.
Tut mir leid. Boah. Achso, bist du noch da? Ja. Sorry. Alles gut, egal, weiter geht's. Oh, jetzt höre ich den Mega-Flat-Spot. Ja, ich hab bei mir vibriert so noch mehr. Ey, Moment! Also, ich hab doch kurz. Ihr habt nur kurz gewartet. Ja, noch ein bisschen zum Abschied. Mir ist irgendwie vorne gelb, aber er zeigt nicht permanent, dann wird schon passen. Aber war okay, war gut. Rechts überholen, weil du jetzt in der Rechtskurve bist, aber sind wir beide rausgekommen. Ja, musst du ja irgendwie auch irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich in dich rein bin oder nicht. Ich hab schon gesehen. Ich hab gesehen, dass du auf einmal von der anderen Seite kommst. Das Beste, was du machen kannst, weil die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Dann liegst du besser auf der Seite. Ich schaue genau, was du machst. Ich reagiere darauf fast. Ich konzentriere mich ja weniger auf mich als auf dich. Ja, GG, ne? Aber im Gags. Du meinst Jeroka? Achso, ja, stimmt, Jeroka. Das ist schwierig, ich kann eigentlich. Ich hab's nur gerade per Zufall gesehen. Alles das Gleiche. In dem Viewer eine Zahl, weißt du, ich meine. Plus 1, minus 1. Position hier, den Abstand vergrößert. Jeroka besteht da gar nicht zum Rennen, denke, wir spielen immer noch Destruction Derby. Derby war auch geil damals auf der PlayStation. War witzig, aber ich konnte es auch nicht so lang spielen irgendwie. Nö, weil es nur Blödsinn war irgendwie. Ich hab's halt den TV-Markt gespielt, der Mediamarkt. Aber es war halt geil wegen den Schadensmodellen. Ja. Alter, das vibriert hier. Verviereckig die Reifen. Das ist ultra spannend hier, du, und die zwei Kämpfe hier. Ich weiß, du verstehst davon nicht so viel. Du hast so eine Crusader Kings im Kopf und sowas. Stronghold. Stronghold. Und da auf irgendeinem Bildschirm zu schauen, denn da nichts passiert, ist anscheinend spannender. Stronghold war cool, das hab ich auch gerne gespielt. Boah! Ich hab mal gerettet. Hast du ja. Aber das Auto ist halt jetzt nur mal gerettet. Jetzt probier das noch mehr. Meiner auch. Das ist geile Schlangen in mir fahren. Ich versuch dich hier nicht zu holen. Ich hab gelernt daraus. Von tot vorne rechts. Mein Auto hängt. Ich weiß nicht, ich glaube ich vorne aus den ersten geschaltet oder so. Haben nicht alle Autos, oder? Die Downshift Protection, oder? Nee, na klar nicht. Der LMP1 ist ultra schwer zu fahren, weil er es nicht hat. Und die Gänge sind so kurz, wenn du da nicht richtig runterschaltest, dann dreht sich auch, das ist so schwer. B2.
Boah, wieder auf der Geraden. Das Lenkrad anzuschlagen fängt. Das wackelt wie Zaumann, als ob ich irgendwie hier Vibrator in der Hand hätte. Wenn ich mir gerade irgendwie was gönnen würde, so vibriert es. Das gleiche versucht wie du auf der einen Seite zu überholen, aber ich habe dich halt nicht getroffen. Im Gegensatz zu. Weißt du? Ich habe dich nicht getroffen. Voll vorbeigeschossen. Gebremst, hab's gesehen. Ja, ja, klar, klar. Musste ich. Schön Vorsprung aus rausfahren. Ich sag, ich muss mein Trainingspensum erhöhen. Du steigst ein Auto ein und fährst und ich gucke hinterher wie so ein Idiot. Last lap. Bin die halt nie wegfahren können. Also ich habe den nie wegfahren können. Ja, gesehen, dass du etwas schneller bist. 1,45 ist krass, Alter. Respekt. Nein, das ist. Komme ich nicht ran. Kannst vergessen. Zentran mit dem Go-Kart. Ja, aber Zentran geht auch zu Fuß schnell. Ja, er macht das zu Fuß. Probiert hier mehr einzulenken. Meine beste Runde war halt irgendwann, dass ich mich verfolgt als 1,46,001. 004. Ja, GG. Beste Fahrer hat gewonnen hier. So. Well done. Decent drive. Wer hat da keine Chance gehabt, man. Bist viel zu gut mit dem Ding. GZ. Nee, was ich jetzt langsam merke, wenn ich das Auto so ein bisschen habe und die Strecke kenne, dass ich halt nicht mehr so viel Fehler mache und rausfliege. Also das, was Dici gerade eben passiert ist. Also habe ich sonst bei passiert dem mir jetzt weniger. Habe ich bei dem Auto nicht. Also ich kann nee, generell jetzt, merke ich, dass es weniger wird. Habe ich, ja, habe ich bei McLaren, ist das Einzige, wo ich mich irgendwie wohlfühle. Und hier weiß ich nicht, wo die Grenzen sind, wenn ich noch ein paar Runden fahren. Ich weiß nicht, wie sehr der Unterschied ist zwischen dem Porsche und dem anderen Porsche. Ist da viel Unterschied? Zwischen den beiden? Zwischen 17 und 21? Weiß ich nicht.